Es ist wieder Mittagspausenzeit bei der Piste und Hunger habe ich gerade gar nicht so, aber Basti, komm her. Wir holen Anna gleich auch nochmal von drüben. Ja. Gegessen haben wir vorhin gerade, aber ja, Mittagspause muss man irgendwas zu tun haben, ne? Sportliche Aktivität. Ja, ich habe da eine Idee. Ja. Pass auf, komm mit. Ja, da sind wir bei HL Darts in Lübeck in der Bäckergrube. Was haltet ihr von der Dartscheibe fürs Büro? Gute Idee, schöne Idee. Geile Idee. Auf jeden Fall in deinem Büro, weil bei mir dann Pfeilfliegen ist auch doof irgendwie. Ne? Ja, hier in der Bäckergrube ist nicht nur der größte, sondern auch der einzige hier in der Nähe in Lübeck. Der hat, glaube ich, alles da. Wir gehen einfach mal rein. Ne? Ja, komm, suchen wir uns auch Schönes aus. Ja, wir haben uns ja gerade mal umgeschaut hier. Hier gibt es ja alles quasi. Besorgst du doch mal so eine Scheibe? Ich gucke mir das hier nochmal an. Ist die das, oder? Ja, unbedingt. Also nicht dieses Plastikkram, das ist für Frauen. Außerdem Kopfrechnen können wir noch ein bisschen üben. Dann besorgen wir uns mal welche. Ja. Gucken wir uns hier mal an. Hier gibt es nämlich richtig viel zu sehen. Rote, blaue, grüne, gelbe. Ich habe mir sagen lassen, das ist alles Profi-Equipment hier. Die großen, das sind die für Anfänger so wie mich. Die sind ja schön gerade. Aber die kleinen, da wird sie richtig schnell mit. Oh, hier ist auch eine Scheibe. Besorgen wir uns auch mal... Hier Pfeile, wir werfen mal ein bisschen. Müssen wir ausprobieren. Ich suche uns die bunten aus. Tada! Dann, ich versuche das mal hier. Oh, ich darf mich hier rüber treten, ne? Kann ich in die Kamera gucken und werfen? Pass auf, ich schneide das jetzt und du machst das dann ins Bullseye rein. Alter! Brauchen wir gar nicht schneiden. Fast rein, hier, guck mal. Mega, ey. Ich hab's so drauf. Die nehmen wir. Die sind gut, pack die ein. Und hast du schon zusammengerechnet oder wollen wir doch lieber so einen E-Dart? Ja, ja, 40. Fänden wir doch so einen E-Dart. Hier, Basti, guck mal, ich habe hier noch so Trikots gefunden. Brauchen wir auf jeden Fall auch. Für uns, oder? Ja, hier gibt eine große Auswahl. Kann man hier auch kaufen. Dann machen wir noch ein Logo drauf. Ja. Und dann gehen wir in so eine Liga. Weißt du hier, Liga, was gibt es hier in Lübeck? Ja, Lübeck hat insgesamt 13 Mannschaften und E-Darts. Bald 14. 16 sogar. Dann 16. Gibt's zwei Ligen hier. Ja. Nicht schlecht. Hier gibt es auch mega viel Equipment für so viel E-Darts. Hier, Anna, kannst du mal ausprobieren. Ich habe dir die Scheibe hier mal eingestellt auf 0 Punkte. Alter, vielleicht gehe ich ein Stück um die Ecke. hat sie was gewonnen? Ich verstehe die Regel nicht ganz. Pfeile haben wir uns jetzt mal genauer angeguckt. Jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Scheibe. So, wir sind mal hier bei dem Equipment. Die soll es sein. Die soll es sein. Dann nimm die doch mal. Ich habe hier gerade noch mal so Matten entdeckt für die Leute, also nicht für uns, aber für die, die nicht werfen können, falls sie runterfliegen oder so. Falls jemand zu Hause gutes Laminat hat oder Parkett. Und ja, und auch hier so Ständer, falls man die nicht an die Wand hängen kann. Also bei HL Darts in der Bäckergrube hier in Lübeck, da findet ihr einfach alles. Vom Profi-Equipment bis zu blutigen Anfängern wie uns. Also da geht auf jeden Fall was. Und wir haben jetzt eine Mittagspausenbeschäftigung. Ja, das funktioniert doch super, auch hier im Büro. Hängt doch mega da, oder nicht? Super, wir bohren die schon an, oder? Wieso, du machst das doch gut so, oder was? Ja, halber noch ein bisschen, ich probiere noch ein bisschen. Ja, vielen Dank an Heiko, an HL Darts in der Bäckergrube hier in Lübeck. Wir werden unseren Spaß haben und wir kommen in die Liga. Pass auf hier, die Piste überrollt sie alle. Vielen Dank und tschüss.